So. Hallöchen. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gedrückt. DJ Daniel und MC Tommy sind zurück, ja? komm, Tommy. Und? Okay. Das ja, egal. Ja, das war, hatten wir vorher mal. Wieso haben witzig. Wir das eigentlich gemacht? Ich weiß es nicht, weil wir blöd sind. Und ich glaube, es war laut. Und wir sind blöd. Okay. Gut, Conker. Ja. Mit Gasmaske. Ja, mit Gasmaske. Also ich hoffe echt, ich habe F9 gedrückt, sonst wäre das ziemlich scheiße. Schon wieder. Ja genau, was wir jetzt überhaupt machen müssen, wir haben den Ball of Poo. Poo Ball. Und den müssen wir jetzt da ganz, ganz groß aufrollen. Mit ganz, ganz viel Kot dran. Mm. Und dann den Honig tunken. Genau, wir müssen aber zuerst hier hoch. Weil... Sonst kommen wir nämlich nicht an meinem Gegner vorbei. Bitte nicht hauen, bitte nicht hauen. Scheiß drauf, solange der Ball nicht runtergefallen ist, der Poo-Ball ist mir das egal. Du hast ja eh noch 5 Leben. Also. Oh. Ah. Scheiße. Solange du runterfällst, ist es egal. Hm, der hat den Kopf jetzt richtig tief in der Scheiße gehabt. Läufst du gerade in die falsche Richtung? Nein. So mit Scheiße so gute Musik machen kannst, das war stimmt. Ja gut, ich meine schon die Popstars an oder sowas. Ja, ja gut, das stimmt eigentlich. Ja, die machen das auch. Aber jetzt. Du! Du Piep, nein, den Pieper tue ich mir jetzt nicht an. Du Wurm, würde ich sagen. Du Unhold. Du Rüpel. Schell. So. Jetzt brauchen wir eine Zwischensequenz. Ja, eine neue Power. Ich muss bloß. Ich muss so umschalten. Auf der richtigen Seite allerdings. Und dann kann ich zum Glück runterspringen, weil das ist ja alles schön weicher, sämiger Poo. Der kriegt aber auch nicht genug, ne? Ja, ja. Steckt immer seinen Kopf gleich rein. Das mach ich auch. In die Kloschüssel und dann noch spülen hinterher, ne? Ja. Na, wieso spülen? Das muss man erstmal genießen. Das ist dann sowas wie Haare waschen, ne? Ach, deswegen kleben meine Haare eben. Ja, so Conditioner. Ach so. Und dann noch auf die Spülung drücken? So wasche ich meine Haare jeden Morgen. Ich dachte, das ist Naturbraun. Boah, der Pool der Frau stinkt. Wenn die mal auf dem Klo war, das riecht richtig. Ich sag nur die Wahrheit, ja? Die Welt soll es erfahren. Ah, gut, das hat so nicht gehört. Ich meine, unter Männern ist das ja was anderes. Da vergleicht man ja auch mal, ne? Ja, aber, Konsistenz, aber, Farbe, Form. Aber sobald eine Frau involviert wird, ich meine, das ist einfach, das wird widerlich, das ist ekelhaft. Da will man nicht drüber reden. Das ist keine Ahnung. Das ist so, ich weiß. Das gehört sich nicht. Wer gewinnt? Ich gewinne. Ich hab ja noch genug Leben, Energie. Ich hör Geld. Ja, das ist ganz gut. Cool. Das ist ganz gut. Cool. Das nenne ich knapp. Bloß aufpassen. Hey! Hey! Somebody over here! Ja, komm her! Das ist der neue Metro-Charakter. Honker. Last Night, Metro. Was lügt ihr? Ja. Oh. Wobei, da hat er gar keine Möglichkeiten mehr, seine Gaswaffen zu zünden. Conker? Nee, der Gaddafi. Achso. Aber das ist egal. Wir wollen jetzt politisch werden. Rein mit dir. So, runter in das Eckchen. So. Jetzt kommen wir zum nächsten Endgegner. Einer der, möchte ich sagen, geilsten Endgegner in der Spielgeschichte. Ah, ja. Der. Ja. Genau,
genau, was ich noch sagen wollte. Die Firma Rareware wurde von Microsoft aufgekauft. Es gibt von diesem Spiel ein Remake auf der Xbox 360. Jeden, der ich glaube, das ist auf der normalen Xbox bloß. Echt? Nicht auf der 360. Egal. Ich würde es auf jeden Fall jedem nahelegen, dieses Spiel nicht zu spielen, weil das auf der Xbox... Es ist zwar das allergleiche Spiel quasi, es ist wirklich ein Remake mit extra Multiplayer-Modus, aber spielerisch kommt es nicht so gut rüber. Die Entwickler haben viel mehr zensiert und es ist einfach nicht so liebevoll. Die haben es halt markttauglicher gemacht. Was weiß ich. So. Nimm erstmal einen Schluck Shisha. Ja. Hey, pal, what's where you going? Take my advice and get out of here. It's still really bad in there. You just don't want to go in there. Calm down. Now, just calm down and tell me what's the matter. Right. Okay. It all started about 2 days ago. Yeah, the wife's got a job in Brombridge. It was me and the lads. We're having a cup of tea. The next thing we know, Tess is gone. We couldn't find him. I thought, maybe he's just gone off, you know, like, do a bit of shopping or something. Never came back. Basil was next. He was just walking along, minding his own business. So I stood down and said, hey, Basil, how you doing there, hey, mate? And he waved over. And that was it. This thing came out of the shite. And I thought to myself, oh no, I'm getting out of this. So I had to hit first. And when I came out, I thought it was all clear. The lads are gone. The bastards are nailed me in. I'm out of here. You can do what you like. There's some money up there if you can be asked to get it. See yous. Bring me some sweet corn. Genau. Übrigens, wir brauchen nämlich... wir haben jetzt das 700 Cash. Und, 300 fehlen noch, oder? Ja, wir brauchen 1000, um weiterzukommen. Und das Weiterkommen... Sweet corn. How you doing, guys? Bring me some sweet corn. Who's that? Can't see anyone. Okay. That's what you want. Genau, nach dem Endgegner quasi schaffen wir es, überhaupt weiterzukommen. Da kommen wir zu dem Gebiet, wo man überhaupt die 1000 erstmal braucht. Ja. Zack. Ach, der ist so süß. Mutilation of sweet corn. So, weiter im Text. B. The B button. Komm, komm. Ah, scheit. Sweet corns. Gotta catch 'em all. Ich will es trocken. Ah, doch, nicht in der Hand. Ja, knapp. Ja, sehr knapp. Komm her. Komm, aus der Puste. Bong. Scheiße, ich hab's gewusst. Sweet Corn, komm doch zurück. Ich lieb dich doch. Ich will ein Kind mit dir. Red Squirrel und Sweet Corn. Das kommt doch raus. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt eigentlich auch nicht weiter drüber nachdenken. Es macht auch wenig Sinn, ja. Mensch, Tommy, du und deine Einfälle. Ich, ja. Ach ja, apropos. Shisha? Ja, zieh mal raus. Ja. Den Schlauch. Warte! Was? Super! Da war ich jetzt aber nicht dran schuld. Da warst du freiwillig dran schuld, du hast nicht... Ich hab ihn nur rausgezogen. Ja, wie war das jetzt mit L, ne? Ja. So. Oh! Ein Leben. Sweet corn. How you doing, guys? Ich darf den auch nochmal machen. Ja, dann aber fix. Ich will echt nicht Game Over gehen. Nur das Safe Verständlich. Echt? Ja, nein. Gut. So ein Iron Man Mode, ne? Ja, ja. So, ich will das noch in der Aufnahme schaffen. Oder wie ein Diablo, Hardcore-Modus. Ich will zum Endgegner kommen. Na, ja, dafür hast du noch 5 Minuten. Ja. Boah. Der Dünnschiss fliegt tief, ne?
fast Puppe auf den Kopf gefallen. Sweet Corn! Was? Was? Der schlägt zweimal? Das ist schon jetzt aber auch unfair. Gong. Dislike. Sag mal, das ist doch nicht so schwer. Ich hab schon 10.000 Mal gemacht. Jetzt regt sich vielleicht langsam auf. Nein. Mir geht's dir so wie mein Mario LP heute. Halber Wutanfall. Abgefangen. Jetzt hat er ja so ein bisschen wieder zugeschlagen hat. So, solange er nicht wieder zweimal haut. Gut. So, jetzt habe ich zweimal. Und ich will es noch in dem Video schaffen. Mit dem. Wow. Ja. Ah, das wird zumindest mal angehen, kann man. Sehr schön, dankeschön. Die Scheiße ist auf deiner Seite. Yeah. Die arme Scheiße ist das Opfer. Das ist so nett. Das macht's wieder wett. Ja. Das ist ja nicht was. Eins noch, Vorsicht, Hand. Gut. Ich wollte doch springen. Hast du noch 5 Leben? Energie. Ja, sag mal. 4. Danke, danke, Domi, für den Hinweis. Das hab ich schon nicht gemerkt. Gerne, gerne. Nein! Boah. Also, das Vorsicht. Ist so nah. Ja, ah, also, feinerlich. So. Endgegner, Leute. Und der ist geil.